zusammen. Wir kommen mit Woche 2 von unserer Spezialsituation und dem Spezialprogramm LP Train at Home. Für das heutige Training brauchen wir ein Seil, ein Sixpack, Wasser, einen Stuhl und natürlich euren Körper. Wie jeden Tag starten wir mit einem Warm-up. Vielleicht aber ganz kurz vor, hey, ich hoffe, ihr habt ein gutes Wochenende gehabt. Der Flow gestern, den ihr gemacht habt, hat euren Körper wieder ein bisschen gelockert, alles gut wieder resettet, damit ihr ready seid, für was jetzt kommt. Wir starten auch diese Woche wieder mit dem Warm-up. Das Erste, was wir möchten unsere Schultern ein bisschen warm, weil wir nachher die Schulter brauchen. Wir möchten den ganzen Körper ein bisschen warm, generell. Wir wärmen alles ein bisschen auf. Ihr startet mal, einfach hinstehen, möchtet ein T, Standing T, und dann startet ihr. Handflächen zeigen nach oben, Schultern schön hinten runter platziert, Bauch ist gespannt. 15 Mal. Aufpassen nicht zu fest, sonst hebt ihr plötzlich ab. Auf und ab. Wenn ihr 15 Mal habt, Handflächen nach vorne, vorne und hinten 15 Mal. Wenn ihr die 15 Mal habt, Handflächen nach oben und 15 Mal auf und ab bewegen. Dann geht es gerade weiter. Geht hinten an eine Wand. Platziert eure Hände etwa auf Brusthöhe an der Wand. Der Wall Hinge. Steht ein bisschen hinten. Die Beine sind leicht geknickt. Und jetzt versucht ihr, eure Schultern schön weit zwischen. Euren Kopf schön weit zwischen die Schultern abzubringen. Richtig schön reinfallen lassen. 30 Sekunden plus minus. Das Schultergelenk öffnen. Und relax. Dann geht es weiter. Wir starten mit unseren Beinen mit einem Samson Stretch. Nehmen gleichzeitig die Schultern aber auch rein. Langen Ausfallschritt. Knie oberhalb vom Fußgelenk. Oberkörper aufrichten. Und die Hände zusammennehmen und schön über den Kopf aufstrecken. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten. Schön aufgehen. Die Hüfte ist immer schön tiefer, dass ihr dann einen guten Stretch habt. Das hintere Knie ist nicht am Boden. Und das Ganze macht ihr 5 Mal pro Seite. Das Letzte, eine Kombination zwischen einem Thruster und einem Jumping Jack. 10 Wiederholungen. Die Hände nehmen wir mal hier rauf. Rauf. Ein Squat und ein Jumping Jack. Kombiniert. Passt auf beim Squat, weil es schön dynamisch ist, das Ganze. Dass, wenn ihr unten sind, Füße schön flach am Boden, Knie zeigen nach außen. Falls es euch aufgefallen ist, in den letzten paar Videos habe ich immer etwas erzählt von Fersen zeigen nach außen. Da oben funktioniert nicht immer alles 100%. Knie zeigen natürlich nach außen. Aufstehen, schauen, dass die Knie draußen bleiben, dass ihr nicht einknickt und so den Squat sauber machen. Aber, wie gesagt, schön dynamisch. Aus dem Squat, rauf, runter, Squat. Rauf, runter, Squat. So ein bisschen Herzkreislauf in Gang bringen. Das machen wir 3 Mal. Standing T, in jede Direktion 15 Wiederholungen. In jede Richtung. In jede Richtung 15 Wiederholungen. 30 Sekunden Wall Hinge. 5 Samson Stretch pro Seite. Und dann 10 von diesen Thruster Jacks. Lassen wir sie mal Thruster Jacks heißen. Wenn wir das haben, 3 Runden gemacht haben, können wir ein bisschen schwitzen, sind wir warm und ready für den Kraftteil. Für den Kraftteil heute brauchen wir den Stuhl, Sixpack Wasser und ein Seil. Heute ist der Fokus einerseits auf Schulterstabilität, nicht mega Kraft, so ein bisschen vor allem Stabilität und auf unseren Arm, wie aber auch die Schulter, die noch drin ist. Ich weiss nicht, vielleicht kennt ihr Turkish Get-Ups. Wir machen eine Alternative davon. Und zwar machen wir Chair Get-Ups. Es gibt 2 Optionen. So ein bisschen die einfachere Option und die Advanced Option. Das erste Mal, ihr liegt am Boden. Nehmt den Stuhl mit der Sitzfläche auf die Hand
Und von da aus machen wir nachher eigentlich nichts anderes als ein türkisches Getup. Das ist so ein die einfachere Variante, die gut zu handeln ist. Je nach Stuhl, den ihr habt, ein bisschen schwieriger oder einfacher. Und ich merke, das ist schon mal so eine wackelige Geschichte. Das müssen wir jetzt ausgleichen. Linke Arm 90 Grad vom Körper weg. Und dann das Erste, was passiert, ist, wir schieben die Hand Richtung Decke, rotieren auf den Ellbogen und auf die Hand. Wichtig, schaut immer den Stuhl an, respektive eure Hand. Das Ziel ist, dass die Hand immer oberhalb vom Schultergelenk ist. Von da aus, rechten Fuß in den Boden drücken, linke Hand in den Boden drücken, das Becken kommt rauf, wir ziehen das Knie hinten und richten uns auf. Von da aus nichts anderes als aufstehen und das Ganze wieder retour. Das linke Bein geht hinten, geht aufs Knie, linke Hand geht am Boden, Becken vorne drücken, das linke Bein vorne schieben, absitzen aufs Füdeln, auf den Ellbogen, auf die Schultern, auf den Rücken. So, das war eine Wiederholung. Jetzt die Advanced Version. Es geht auch hier noch etwas schwieriger oder einfacher, entweder vorne oder auf der Lehnenseite. Ich starte mal mit der Lehnenseite. Den Stuhl nehmen. Je nachdem, wie hoch das eure Wohnung ist, ist es vielleicht auch nicht unbedingt möglich. Der Bewegungsablauf bleibt aber der gleiche. Jetzt müssen wir einfach viel mehr stabilisieren. Wir gehen über Ellbogen, Schultern, Hand. Ziehen das Knie hinterher. Schaut, dass der Stuhl immer schön über dem Schultergelenk ist. Schaut die Hand an. Retour, das linke Bein hinten. Suche den Boden mit der Hand. Decke. Lüpfen. Genau das habe ich gemeint. Stabilisieren. Und Ellbogen. Und Abboden. So. Noch etwas tricky. Wir machen immer zwei Wiederholungen pro Seite nacheinander. Ihr entscheidet, welche Option ihr macht. Also das heisst, Stuhl in der rechten Hand, einmal auf, einmal ab, einmal auf, einmal ab, dann das gleiche auf der linken Seite. Zweite Übung. Wir brauchen den Stuhl als Erhöhung und nehmen unser Seil. Ich habe es extra schön zusammengelegt, damit ich es jetzt katastrophal auseinandernehmen kann. Gut. Sixpack kommt vor den Stuhl hin. Wir stehen auf dem Stuhl. Und eigentlich ist es ein umgekehrter Rope Climb. Die das kennen, Seil hochklettern, legless, weil das funktioniert sonst nicht. Jetzt klettern wir Seil nicht auf, aber wir ziehen das Seil auf. Ihr könnt starten so mit 90 Grad angewinkelten Armen. Und dann ist das Einzige, was wir machen, wir ziehen an, greifen unten an die Hand. Ziehen auf und machen wirklich nur kleine Bewegungen. Und ziehen so immer 10 für 10 cm das Gewicht auf und gehen nachher genau gleich langsam wieder runter. Wir haben immer nur eine kleine Bewegung in den Arm. Runter und wieder rauf. Und so brauchen wir unsere Arme ein bisschen und können unseren Bizeps ein bisschen trainieren. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch ein bisschen strenger machen. Ich lasse mal schnell easy runter. 90 Grad ist relativ okay. Da haben wir viel Kraft, da sind wir stabil, da können wir es gut haben. Schwierigere Option. Wir gehen etwas weiter führen. Jetzt verlagern wir den Fokus vom Oberarm auch noch etwas mehr auf die Schultern, weil dort vorne wird es nachher einiges strenger. Das ist, glaube ich, zu streng. Wir gehen so auf halb führen. Und auf, und auf, auf, auf. Ziehen das dort vorne langsam auf. Und dementsprechend nachher langsam wieder runter. Selber ein bisschen einstellen, ihr könnt natürlich auch das Gewicht anpassen. Leckt mir. Da vorne
ist das für mich definitiv zu schwer. Man kann so einen Mittelweg finden. Und das machen wir alle zweimal. Total machen wir 5 Runden. Zuerst 2 türkische Get-Ups mit dem Stuhl oder Chair Get-Ups links, 2 rechts. Nachher Seil aufziehen, wieder runterlassen, wieder aufziehen, wieder runterlassen. Das ist eine Runde. Das machen wir 5-mal. Und dann sind wir, in meinen Augen, wahrscheinlich so, was Schulter und Arm anbelangt, recht gut durch. Und dann gehen wir ins Workout. Für das Workout brauchen wir das Seil nicht mehr. Brauchen nur noch den Stuhl und Sixpack Wasser. Wir haben heute ein zweiteiliges Workout. Und zwar folgendes. Wir haben das 21-15-9 Sixpack One-Arm Thrusters und Toe-to-Chair. Dann gibt es 2 Minuten Pause. Und dann die gleiche Übung noch einmal, aber nur noch 15-12-6. Einfach noch mal eine Kurzfassung. Ziel ist halt, kurz Vollgas geben für 21-15-9, kurzer Break und dann noch mal Vollgas geben für den zweiten Teil. Sixpack One-Arm Thrusters. Wir nehmen unser Sixpack. Tun euch nicht zu fest darauf fokussieren, wenn ihr es in der Hand habt. Es muss einfach stabil sein, nachher über Kopf. Vor dem Körper heben. Dann einen sauberen Squat. Sauber aufrechte Position. Und von da aus stehen wir auf und direkt in eine Overhead Position. Nehmen es wieder ab und gehen auf. Die Arme alternieren, wechseln immer ab. Und so haben wir unsere One-Arm Thrusters mit dem Sixpack. Kurze Wiederholung für einen Squat unten. Wie gesagt, wie immer, Füße flach am Boden, Knie zeigen nach außen. Euer Oberkörper ist möglichst aufrecht. Wenn ihr nachher von hier Kraft durch die Beine ins Gewicht gebt, oben schön strecken, Bauch schön anspannen und ihr seht, es wackelt ein bisschen, gute Stabilität. Der Arm ist komplett gestreckt. Fließender Wechsel beim Abgehen und direkt wieder auf. 21 Stück. Direkt nachher 21 Toe-to-Chair. Arme ganz gestreckt an den vorderen Beinen vom Stuhl heben. Der Rumpf ist gespannt und ich gehe mit gestreckten Beinen von hier aus rauf. Den Stuhl berühren und wieder am Boden. Versucht hier die Spannung zu behalten. Nicht komplett zu lösen, wenn ihr wieder unten seid, sondern immer leicht auf Spannung bleiben. Füße rauf und rauf und wichtig ist, dass ihr die Arme schön gestreckt behaltet, der Rumpf gut gespannt ist und wirklich versucht, mit gestreckten Beinen rauf, um mit den Füßen die Sitzfläche zu berühren. So machen wir das durch, wie gesagt, 21-15-9. Kurze Pause, 2 Minuten und dann nochmal 15-12-6. Das war das Workout von heute. Wenn ihr dort durch seid, gehen wir wieder in ein kleines Cooldown. Heute mit dem Fokus ein bisschen auf den Schultern. Wir haben im Kraftteil die Schultern, vor allem die vordere Seite die Schultern, gut gebraucht. Ich möchte euch einen kleinen Drill zeigen oder respektive einen kleinen Stretch zeigen. Wir starten auf den Knie. Knie unter der Hüfte. Dann laufen wir mal mit den Händen so weit führen, wie es geht, ohne das Becken zu verschieben. Lehnt euch da schön rein. Könnt ihr mit dem Becken leicht zurückziehen. Dann zieht sich der Arm respektive das Gelenk noch etwas auseinander. Mache ich das mal 1 Minute oder so. Dann nehmen wir den rechten Arm zurück, schieben ihn weit über nach links und legt ihn aufs Schultergelenk. Lasst euch hier schön rein, fallen, reinsinken, das spannt ein bisschen. Tut euch ein bisschen dehnen. Ein bisschen aufmobilisieren wieder. Und dann natürlich das Gleiche zurück und auch wieder auf die andere Seite. Das mal so. Jede Position 1 Minute heben, vielleicht 2-mal wiederholen und
dann je nachdem, wenn ihr noch etwas zusätzliches machen wollt, hey, das ist euch überlassen. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Es ist ein cooles Workout. Ich kann ein bisschen auf die Pumpe gehen. Ich würde sagen, das nächste sehen wir morgen wieder. Tschüss zusammen.